Ja, heute mal ein kleines spontanes Video. Und zwar Anlass sind zwei Sachen. Punkt 1, ich habe schon lange nichts mehr hier auf den Kanal gemacht und wird mal wieder Zeit. Punkt 2, wurde ich heute wieder mal mit einer Frage konfrontiert, die ich doch schon das ein oder andere Mal gehört habe. Und wo ich denke, möglicherweise ist der eine oder andere Internetbenutzer auf YouTube, der stellt sich diese Frage auch. Und vielleicht kann ich Ihnen jetzt mal so ganz spontan aus dem Ärmel geschüttelt helfen. Wenn du wissen möchtest, was Cookies sind und warum dir Webseiten immer wieder irgendwelche Kickse anbieten und wie man diese Kickse los wird oder will ich die überhaupt loswerden und was auch immer das zu bedeuten hat, ja, dann ist mein Rat, bleib dran. Mein Name ist René Steges, ich bin Gründer vom SIT-Service und in diesem Video möchte ich einmal versuchen, dieses Thema für den Laien aufzubereiten. Also, bleib dran! Spontanes Video, wie ich schon gesagt habe. Und das Thema finde ich auch wahnsinnig aktuell. Denn ich werde immer mal wieder mit dieser Frage konfrontiert. Hintergrund ist, dass du, wenn du im Internet bist, auf einmal von jeder Webseite genervt wirst. Du sollst doch bitte die Cookies akzeptieren. Es geht um deinen Datenschutz. Und du kannst jetzt zustimmen, was deine Daten verarbeiten werden. Und ja, eigentlich wird uns ja immer gesagt, Datensparsamkeit. Und ich will doch keine Daten. Und wie kann man das wegmachen? Geht einfach nicht. Ja, ich hatte heute diesen Fall. Hatte ein Gespräch mit einem Kunden. Und es ging genau um das Thema, wie kriege ich die Cookies weg? Meine erste Reaktion bei so einer Frage ist, was ich mir erstmal erklären lasse, was das eigentlich sind, was sind Cookies eigentlich? Ich frage den Kunden ganz gezielt, was sind Cookies? Erfahrungsgemäß kommen dann immer so Antworten wie, ja, das hat irgendwas mit Datenschutz zu tun und ich möchte meine Daten schützen und Cookies sind böse und eigentlich weiß ich nicht, was das ist. Ja, das war im Grunde genommen auch die Antwort, die ich bekommen habe. Ein bisschen netter formuliert, nicht ganz so dreist, aber unterm Strich, was Cookies eigentlich sind, weiß ich nicht. Und ja, das ist, glaube ich, auch das größte Problem, was wir haben. Und warum sich keiner vorstellen kann, warum jetzt die ganzen Internetseiten hingehen und mich fragen, ob sie mir Kickse anbieten dürfen. Als erstes musst du mal wissen, Cookies sind kleine Dateien auf dem Computer, die eine Nummer haben. Und mehr ist das erstmal gar nicht. Da geht es noch nicht darum, was da jetzt deine ganzen Personalausweisdaten abgefragt werden und geguckt wird, wo hast du das letzte Mal gesurft. Das macht ein Cookie schon mal nicht. Gut, jetzt versuche ich dir mal die Art des Cookies zu erklären. Das ist technisch nicht ganz korrekt, aber im übertragenen Sinne kannst du dir vorstellen, das passiert im Computer. Und jetzt stell dir mal vor, ich sag mal, die jüngere Generation, die kennen Festivals und wenn ich so auf so ein Festival hingehe, dann gehe ich irgendwo hin, da ist ein Kassenbereich, da ist ein Einlass, da muss ich beweisen, was ich ein Eintrittsticket habe oder ein Eintrittsticket kaufen. Und wenn ich jetzt mich dort gemeldet habe und entsprechend war, dann bekomme ich ein kleines Bändchen hier um die Hand. Und da gibt es dann je nachdem, wie viel Geld ich bezahle, vielleicht ein rotes Bändchen, ein blaues Bändchen, ein grünes Bändchen und das bestimmt dann, was ich auf dem Festivalgelände machen darf. Für die ältere Generation möchte ich es mal ein bisschen anders übersetzen. Jetzt stell dir mal vor, du hast, bist Mitglied in einer Videothek. Ja, sowas gibt es aktuell noch für die junge Generation, die Netflix verwöhnt ist. Bevor es Netflix gab, da musste man was ganz Komisches machen, wenn man die aktuellsten Filme gucken wollte. Da musste man tatsächlich in einen Laden reingehen, wo ganz viele Filme waren, die konnte man aber nicht kaufen, aber die konnte man ausleihen. Also im Prinzip das, was ich mit Netflix mache, das ist zum einmalig angucken gedacht. Und das war dann wesentlich günstiger, als wenn ich mir den Film direkt gekauft habe. Somit konnte ich mir ihn angucken, aber ich durfte ihn halt nicht behalten. Und jetzt kann man sich ja denken, okay, wenn da jetzt ein Regal ist, wo Filme sind, ja, das muss ja irgendwie kontrolliert werden. Wer darf eigentlich? Und das muss ja auch irgendwie bezahlt, finanziert werden. Also gab es da was Tolles, man hat so einen kleinen Ausweis bekommen und dieser Ausweis, der hat dich berechtigt, dass du Filme ausleihen durftest.
Wenn du keinen Ausweis hattest, ja, auch kein Problem. Du konntest hingehen und konntest dich denn dort anmelden. Das bedeutet, es wurde eine Anmeldung ausgefüllt, ein paar Daten abgeglichen und nachdem das alles gelaufen ist, hast du einen solchen Ausweis bekommen. Und auf den Ausweis war eigentlich nicht viel drauf. Da stand dein Name drauf und eine Mitgliedsnummer. Und anhand dieser Mitgliedsnummer konnte man dann abgleichen. Ich glaube, es gab dann irgendwann Videotheken, die haben dann auch noch ein Foto verlangt. Aber so weit will ich gar nicht gehen, weil das ist für das Thema eigentlich unwichtig. Ja, wie funktioniert das denn jetzt? Wenn ich jetzt einen Film haben möchte, gehe ich in eine Videothek rein. Das kann ich generell machen. Und das ist auch erstmal nicht weiter tragisch. Aber in dem Moment, wo ich hingehe und mir den Film ausleihen möchte, brauche ich diesen Ausweis. Wenn ich einen Ausweis schon habe, ist die Prozedur beim zweiten Termin, beim dritten Termin, beim vierten Termin wesentlich einfacher, weil ich muss ja nicht dauernd wieder hinrennen und die Anmeldung neu ausfüllen. Das habe ich ja schon gemacht, das zeigt dieser Ausweis. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, der Cocky ist der Ausweis für diese Videothek, sprich für diese Webseite. Und somit kann die Webseite dich zuordnen und weiß, aha, du hast schon mal gesagt, das ist okay, was dort Daten von dir verarbeitet werden. Und das wissen wir jetzt. Wenn du jetzt eine etwas Stammkunde in einer Videothek drin bist, dann kann das ja auch durchaus sein, dass das Personal dich irgendwann kennt. Und dann anhand von deinem Gesicht, du kommst einfach rein. Ah, hallo, Hans-Peter, wunderbar. Du, das ist nochmal Hans-Peter. Ganz kurze Info, wir haben hier ein bisschen umgebaut. Du guckst ja immer Actionfilme, die standen ja immer da in dieser Ecke da vorne. Und jetzt stehen da die Liebeschnulzen und ich weiß, die magst du nicht so wirklich. Und bevor du jetzt bei den Liebeschnulzen und bei den Heimatfilmen versauerst und die Krise kriegst, geh doch lieber in die Ecke, weil da bist du direkt am Ziel bei deinen Actionfilmen. Das ist ein guter Service und ja, wenn man mit den Leuten gut klarkommt, ist das auch eine tolle Angelegenheit. Und um jetzt nochmal den Break zu machen auf dem Festival, also die Leute, die die Videothek nicht kennen, die haben dieses bunte Bändchen und können sich dann mit diesem Bändchen auf dem Gelände bewegen. Jetzt gibt es da aber vielleicht den einen oder anderen Bereich, wenn ich da hinkomme, dann heißt es, du kommst nicht rein, dafür brauchst du ein blaues Bändchen, du hast aber leider nur ein grünes. Und das Bändchen zeigt halt, was du Punkt 1 Eintritt bezahlt hast und was du auf diesem Gelände machen darfst. Und jetzt kommen wir an den Bereich rein, wo wir den Computer dazwischen schalten und der Computer macht im Grunde genommen genau das anhand dieses Bändchen, also das nennt sich halt Cocky, anhand einer kleinen Datei, eine kleine Ausweisdatei, wo eine Nummer drin steht. So, ein Computer ist aber grundsätzlich strotzenblöd, auch wenn wir immer wieder sagen, geil, ich kann da die kompliziertesten Rechnungen, ich drücke nur auf Enter und habe sofort das Ergebnis. Ein Computer kann richtig schnell arbeiten, das stimmt, aber ein Computer ist strotzenblöd und kann nicht mitdenken. Und das ist das Problem. Du musst dir einfach vorstellen, in der Videothek, der gute Mitarbeiter, der hat gelernt, also der hat Alzheimer, der vergisst alles sofort wieder, kann aber, wenn er die Nummer, den Ausweis sieht und die Nummer da sieht, im Computer nachgucken, ob du Mitglied bist, welche Filme du guckst und ob du nur berechtigt hast, was du dir Filme ausleihen darfst. Und das Gleiche ist im Prinzip auch der auf einem Festival, du hast das Armband und die Leute, die merken sich nicht dein Gesicht, sondern die gucken immer, Armband, blau, du darfst dahin. Und das ist im Prinzip das Prinzip von Cockys. Wenn ich jetzt eine Webseite besuche und ich möchte darauf interagieren, dann habe ich das Problem, was der Computer, wie gesagt, strotzenblöd ist, der denkt nicht mit, der kann sich auch nichts merken, außer ich sage ihm explizit, er soll sich was merken. Ich besuche eine Internetseite und jetzt muss ich mich vielleicht anmelden und ich habe irgendeine Funktion und die Internetseite muss anhand dieser Funktion jetzt mit meinem Computer kommunizieren. Und das macht die Internetseite nicht mit einem Computer, sondern vielleicht gerade mit 1000 gleichzeitig. Deswegen wird immer geguckt, ist ein Ausweis vorhanden? Ja, es ist ein Ausweis vorhanden und dieser Ausweis, der hat eine bestimmte Berechtigung. Und wenn ich keinen Ausweis habe, dann weiß der andere Computer, also die Webseite auch nicht, was ich vielleicht auf dieser Webseite schon mal gemacht habe, weil ihr geht immer davon aus, oh, Neukunde, hier, neuer Antrag. Und wenn du jetzt immer hingehst und locker sagst, nee, Datenschutz und Cookies sind ganz, ganz böse und damit will ich nichts zu tun haben, dann
kannst du zwar in den Laden reingehen, aber du wirst immer wieder nach dieser Anmeldung gefragt und spätestens, wenn du ein bisschen mehr machen willst, kommst du an diesem Cocky nicht mehr dran vorbei, weil dann funktioniert dieser Dienst einfach nicht, weil du zwingend diesen Mitgliedsausweis brauchst, damit der Computer dich wiedererkennt. Und ja, auf dem Festival kannst du dir das ja auch vorstellen, du gehst jetzt hin und hast dein Bändchen verloren und willst jetzt irgendwo an die Bühne ran. Jetzt steht da einer und sagt, wie? Also rotes Bändchen, blaues Bändchen, grünes Bändchen ist okay, kein Bändchen, da vorne ist eine Kasse, frag mal, ob die dir ein neues Bändchen geben. Und dann gehst du zur Kasse und die Kasse sagt, ja, machen wir, bezahl aber nochmal, weil du hast ja kein Bändchen. Und das ist genau der Punkt, den du auch hast, wenn du jetzt ja mit dem Computer dabei bist. Gehst du hin und sagst, du willst kein Bändchen, ja, kannst du halt nicht an die Bühne rangehen, vielleicht auf den Zählplatz, aber du kommst nicht auf die Bühne. Und verlierst du dein Bändchen, weil du sagst, ich will die Cockies löschen, die sind ja böse, dann ja, musst du auch wieder zur Kasse hingehen. Klar, im Computerbereich, du musst nicht für jeden Mausklick Geld bezahlen, aber der Computer kann dich nicht wiedererkennen, du hast kein Bändchen, du hast keinen Ausweis und das Ganze ist ein bisschen blöd. Also, technisch gesehen, die Cockies sind ein schönes Mittel, womit der Computer dich wiedererkennt und weiß, was du machen darfst. Also, böse Cockies? Nein, kann ich nicht sagen. Und jeder, der das behauptet, ja, der hat in meiner Welt keine Ahnung von der Materie. Also, was ist denn jetzt die Alternative? Oder beziehungsweise, was ist jetzt eigentlich das, was das so problematisch macht und warum man immer sagt, Datenschutz, Das Problem an der ganzen Angelegenheit ist, so ein Cocky, das ist jetzt auf dem Festival, habe ich halt nur eine Farbe, aber ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, du hast keine Farbe drauf, sondern du hast einen Barcode da drauf, du hast eine Nummer da drauf. Wie ist beim Mitgliedsausweis, da hast du nur eine Mitgliedsnummer drauf. Und anhand dieses Verhaltens, wenn ich diese Nummer kenne, und die steht halt in dieser Datei drin, wenn ich da jetzt hingehe und überall, wo du so hingehst, dir die Möglichkeit gebe, was du den Ausweis vorzeigen kannst, und dann sehe, du hast die Nummer 123456 und oh, 123456 ist jetzt gerade, holt sich gerade ein Bier, dann geht 123456, holt sich noch einen Döner und 123456 geht dann anschließend zur Bühne, weil ich überall das sehen kann, dann kann ich mir das mal aufzeichnen und weiß, aha, jedes Mal auf meinem Festival, wenn du das dreimal gemacht hast, jedes Mal geht er dahin und hat diese Routine und vielleicht kann ich ja dann auch mal hingehen und den abfangen und sagen, ey, pass auf, ich weiß, du magst Döner geil, wir haben jetzt einen XXXL-Döner, aber ich bin ein anderer Anbieter. Du müsstest du mal nicht nach da laufen, sondern du müsstest mal hierher kommen. Oder um das in der Videothek zu sagen, in der Videothek sind halt noch Leute, die gucken sich an, was für Filme guckst du und können dann daran vielleicht feststellen, du pass auf, ich verkaufe Kinotickets und da ist jetzt ein neuer Film und da du immer Actionfilme guckst, hier ist der neueste Actionfilm, den findest du aber nur im Kino, vielleicht willst du das Ding kaufen. Das ist im Grunde genommen das, was im Internet passiert mit diesen Cockies. Die Cockies selber sind ein Werkzeug, es ist ein Ausweis, aber du kriegst halt nicht nur einen Ausweis, sondern du kriegst halt bei jeder Pöpöpö einen neuen Ausweis. Und es gibt halt Werbeanbieter, die halt bei richtig vielen Webseiten die Cockies aussuchen und fragen, ob du einen Ausweis hast. Du kennst das, du gehst einkaufen und dann wird du fragen, hast du Payback? So, das ist im Grunde genommen nichts anderes. Also jemand, der ein Problem hat mit Cockies, aber anschließend eine Payback-Karte hat, ja, der macht in meiner Welt schon irgendwas falsch. Weil da gebe ich wesentlich mehr Datenpreis wie mit so einem Cocky. Das Problem ist halt nur mit dem Cocky, da muss ich mich nicht vorher anmelden. Das wird einfach gemacht. Das ist eine technische Notwendigkeit im Internet. Was durchaus Sinn macht, aber halt auch leider missbraucht werden kann. Diese Geschichte, was ich anhand von Cockies dich nachverfolgen kann im Internet, wenn ich halt bei genug Anbietern meinen Infostand habe und ich frage, hast du eine Payback-Karte? Dann, das ist das, was Datenschützer stört. Und die sind halt hingegangen und haben sich dafür eingesetzt, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass der Benutzer, ohne was er es weiß, eine Info auf seinen Rechner, also so einen Mitgliedsausweis untergeschoben bekommt, so eine Payback-Karte untergeschoben bekommt, so ein Bändchen bekommt. Und damit kann ich nachvollziehen, wann, wer, wo, was war und kann dann entsprechend diese Daten auswerten. Im Grunde genommen geht es genau das, weil ich mit Cockies die Möglichkeit hätte, nachzuvollziehen, auf welche Webseiten du so gehst, wenn ich mit genug Anbietern zusammenarbeite. Und das wird halt gemacht. Also das darf man halt auch nicht ganz unterschätzen.
So, jetzt habe ich jetzt so ein bisschen das Dilemma. Auf der einen Seite, wenn ich auf dem Festival bin, brauche ich so ein Armband, damit ich mich da frei bewegen kann. Oder in der Videothek brauche ich das Ding, damit ich meinen Film bekomme. Auf der anderen Seite möchte ich aber nicht, was der Kinoverkäufer aufgrund der Filme, die ich andauernd aus der Videothek kaufe, mich dauernd irgendwie fragt, ob ich mir den neuesten Kinofilm angucken möchte. Oder der Dönerbudenbetreiber mich versucht abzufangen, damit ich jetzt bei seiner Dönerbude den neuesten, tollsten und besten Döner kaufe. Und das ist so das zweischneidige Schwert von Cockies, weil es so viele Ausweise gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich im Internet unterwegs bin? So ganz ohne Cockies, hast du hoffentlich jetzt verstanden, geht's nicht, weil du willst ja was im Internet machen. Und möglicherweise nervt dich das ja auch, wenn du jeden Tag die Webseite XY aufrufst und jedes Mal fragt dich diese komische Webseite, ob du Cockies essen möchtest. Und wenn du jetzt hingehst und der Webseite das erlaubst, dann passiert was Magisches. Die Webseite wird dich in Zukunft nicht mehr fragen, weil du hast ja jetzt einen Ausweis und anhand dieses Ausweises weißt du, ich darf dich in deine Daten verarbeiten, super. Dafür muss leider ein Cockie gesetzt werden. Und eine kleine Randnotiz, auf meiner Webseite ist genau dieses Prinzip. Ich habe einen Bereich, wo es zum Cockie kommen kann, was für die meisten total irrelevant ist. Aber technisch gesehen kann es auf meiner Webseite zum Cockie kommen. Durch diese Datenschutzgeschichte ist jetzt Folgendes passiert. Weil es diese theoretische Möglichkeit gibt, musste ich diese Erklärung mit den Cockies einbauen. Und seitdem wird jeder Benutzer gefragt, ob er Cockies akzeptieren möchte. Wenn ich es nicht mache, dann könnte ich Ärger mit dem Datenschutz bekommen. Und weil ich es mache, muss ich jetzt jeden Kunden nerven. Das ist technisch gesehen das, was wir aktuell haben. So, jetzt weißt du in etwa Bescheid, was sind Cockies und will ich sie nicht, ist das gefährlich oder Was für dich jetzt wichtig ist oder mein Tipp an dieser Stelle ist, geh einfach hin, wenn du mit Cockies zu tun bekommst oder wenn dich eine Webseite fragt. Schau mal in deinem Browser in den Einstellungen. Da gibt es bei modernen Browsern die Möglichkeit, dass du die Cockies von Drittanbietern verbieten kannst. Wenn du das machst, hast du schon ganz viel gewonnen und hast in meiner Welt so den Mittelweg gefunden. Weil komplett ohne Cockies funktioniert das Internet nicht wirklich vernünftig. Das heißt, Cockies musst du schon mal akzeptieren. Aber vielleicht willst du halt nicht, was jetzt der Payback-Anbieter dich trackt und guckt, welche Webseiten du so besuchst. Und das funktioniert über Drittanbieter-Cockies. Und wenn du die ausschaltest, und das können aktuelle Browser, der Firefox kann es auf jeden Fall, und ich meine, in Chrome habe ich das auch schon gesehen, aber im Zweifelsfall nutzt den Firefox, da macht der das. Und ich glaube, der hat das mittlerweile sogar als Standardeinstellung drin. Dann bekommt halt nur noch der Anbieter, also die Videothek oder der Konzertbetreiber, der das Festival ausrichtet, die Erlaubnis, dir einen Ausweis zu geben, aber nicht der andere Dönerbudenbesitzer, der halt feststellen möchte, ob du gerne Döner isst. Und das ist mein Tipp, den ich dir geben kann. Und ich hoffe, auch wenn ich jetzt mittlerweile 18 Minuten gesprengt habe, aber ich wollte das Thema mal in Detail ansprechen. Ich hoffe, das konnte dir jetzt weiterhelfen. Deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bin da tierisch drauf gespannt. Und ja, wenn du weitere Fragen dazu hast, auch gerne in die Kommentare rein. Bei technischen Problemen, ich sag's auch oft genug, in jedem Video ist es zu finden, 0421-64-37576 oder service@freude-an-der-it.de. Da kannst du mich direkt erreichen und dann können wir uns das Ganze mal anschauen, wenn du mal wirklich professionelle Hilfe haben möchtest. Ja, ansonsten, wenn du dieses Video jetzt das erste Mal anschaust und noch nicht auf dem Kanal war, hey, abonnieren, das ist für dich kostenlos. Ich hau öfter solche Tipps raus und nochmal ganz, ganz wichtig, solltest du jetzt immer noch gucken, obwohl ich schon so viel Sachen erzählt habe, die jetzt eigentlich nicht mehr zum Thema passen. Schreib mir mal in die Kommentare, ob dir solche Spontan-Videos jetzt einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, wie ich sie jetzt gerade gemacht habe, ob das für dich eine Option ist, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das so nicht schaffe, kann ich mal eben so ein Video machen. Das ist nicht ganz so viel Arbeit wie diese anderen Videos, die ich in meinem Studio mache. Und vielleicht kann ich dann auch mal das ein oder andere Thema mal so eben schnell rausbringen. Ich würde mich da auf jeden Fall mal freuen und ich glaube, diese Videos sind auch wesentlich authentischer, als wenn ich da so ein halbes Skript dadurch arbeite. Ja, deine Meinung, ich bin drauf gespannt. Haut mir die Kommentare kaputt und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann und ich gehe jetzt gleich ins Wochenende. Hau wieder!